Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Synapsia. Ein neuer Tag, eine neue Folge. Wir sind am Questen. Wir haben Dinge zu besorgen. Wir haben Wolle zu besorgen. Und Wolle soll es angeblich in Baranica geben. Deswegen werden wir heute rübergehen. Und ich überlege gerade, ob hier eine Brücke rüberging. Ich glaube aber nicht. Dann schwimmen wir halt rüber. Machen wir es wie Alvin, der geht ja auch immer hier rüber. So, einmal ein eiskaltes Bad am Morgen. Können eigentlich auch ein bisschen was trinken, wenn wir schon mal hier sind. So, ich bin gespannt, ob wir da die Wolle kriegen. Ansonsten die Quests hier unten in Jeserica. Die können wir eventuell auch noch machen. Dann gibt das natürlich wieder ein ganz schönes Gelatsche. Das ist halt noch so ein bisschen, die Questerei ist noch ein bisschen ätzend, aber ich meine, wir haben es bald geschafft, ne? Wenn wir das jetzt alles abgeben, dann haben wir es. Ich habe mir aus dem Lager schon mal Flachs mitgenommen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Dann brauchen wir eigentlich nur noch die Wolle. Hör mal auf hier. Hör mal auf zu schnaufen. Wie weit ist eigentlich unsere Spitzhacke? Wir könnten eigentlich auch noch ein bisschen Eisen besorgen. Jo, die Richtung stimmt. Wir können in unserer Mine noch ein bisschen Eisen besorgen. Das würde wieder Pfeile ergeben und 4000 haben wir knapp. Das reicht auf jeden Fall für die Steuern, das schon. Da hoppelt ein einsamer Hase früh am Morgen. Noch ein Hase, noch ein Hase. Was ist denn hier los? Moin, Familie Klopfer. Da sehe ich doch schon die Häuserdächer. Wenn wir schon mal hier oben sind, können wir eigentlich noch in die Mine gehen und ein bisschen Eisen besorgen, oder? So, hier geht's nicht durch. So, wo haben wir denn die Händler? Hier ist Norbert. Da ist der dahinter. Jetzt komm! Ich glaube, Norbert ist hier in der Hütte. Ich glaube, ich lasse das mit dem Zaun hüpfen. Wie im wahren Leben zu unsportlich. Moin, Norbert. Zeig mir mal deine Waren. Jo, der hat Wolle. Wie viel brauchen wir denn da? Was waren das? 4, glaube ich, ne? Wiedersehen. Wir gucken nochmal kurz nach der Quest. Wir brauchen nur 3. Naja. Warte mal. So. Ich hoffe, das ist immer der gleiche Anteil. Von daher nehmen wir lieber nochmal 3 mit, ne? Und Schafe sollten wir auch dann bei Gelegenheit kaufen. So, dann schauen wir mal, wo unsere Mine ist. Die müsste doch hier... Ja, die Richtung stimmt. Na, komm. Zaun vor mir. Aber warum kann ich nicht weiterlaufen? Dann gucken wir mal kurz nach unserer Mine. Da müsste nämlich auch der Kram wieder gespawnt sein. Moin, ihr Schäfchen. 3,5. 3000. Da müsste ich aber erstmal einen Schuppen, hätte ich beinahe gesagt. Eine Unterkunft für die Schafe bauen. Wir haben ja gar keine. Haben wir denn überhaupt schon die Technologie für einen? Tiere, ist das bei Landwirtschaft? Jo. Ein Pferch, das wäre das, ne? Ach du Scheiße, vom Pferch sind wir ja wirklich meilenweit entfernt. 652 Punkte, wir brauchen 2500. Okay, das dauert auf jeden Fall länger, als dass wir da hinten so unser Schuppen, dass wir da was hinkriegen würden. Ich meine, man könnte natürlich, ich habe jetzt gelesen, man könnte mit Felder anbauen, wieder abreißen, das würde irgendwie Punkte geben, aber das ist ja auch so ein, ja, weiß ich nicht. Ist ja auch so ein bisschen Quatsch. Müssen wir einfach Geduld haben. Müssen wir bis dahin noch ein bisschen Wolle kaufen. So. Dann schauen wir mal.
Wir sammeln jetzt nur das Eisen auf. Den Stein können wir später noch sammeln. Es geht auf jeden Fall schneller. So, Eisen, Eisen. Den Stein können wir später noch holen. Weil den brauchen wir auch gerade nicht. Wir haben jetzt gerade kein neues Haus zu bauen. Können wir sowieso nicht. Glaube ich, questtechnisch sind wir beim Maximum. Genau, 16 Gebäude. Ich glaube, das geht erst weiter, wenn wir diese komische Reputationsquest fertig haben. Das Eisen müssen wir mitnehmen. Ach komm, mal Salz nehmen wir auch mit. Haben wir hier noch was liegen lassen? Salz, yo. Das können wir für das Salzfleisch haben. Das brauchen wir nämlich auch. Also der Jäger macht das ja, ne? Der verarbeitet das Salz, wenn ich mich da nicht irre. Wir brauchen auf jeden Fall bald eine neue Spitzhacke. So, Stein, Stein, Salz. Packen wir jetzt schon mal hier in die Scheune rein. Wie sieht es eigentlich mit der aus? Ist die auch kaputt? Nö. Sieht noch gut aus, ne? Gut, die habe ich auch relativ spät gebaut, meine ich. So, Flachswolle lassen wir am Mann. Dann gehen wir nochmal rein. Zumindest bis die Spitzhacke am Arsch ist. Dann müssen wir eh eine neue machen. Ich hoffe, dass wir bald so eine Mine auch machen können und nicht nur diesen Grabungsschuppen. Wobei wir derweil sowieso noch gar nicht das Gebäudelimit haben dafür. Ist halt die Frage, ob die Mine auch Stein fördern kann. Also ob wir dann eventuell sogar das eine Gebäude abreißen können. Weil ich denke mal, wenn die Mine auch Eisen fördert, dann ist das ja, dann ist der Grabungsschuppen obsolet. So. Da ist noch einer. Aber kann die Mine Lehm fördern? Das ist ja auch wieder das. Stein, Salz, Salz. Kommt da echt nur Salz raus? Das ist aber echt... Das ist aber wenig. Genau, die können nämlich kein Lehm abbauen. Oh, neues Level da, Gewinnung. Schauen wir doch mal rein. Bergbau. Was haben wir denn hier? Schnelleres Fällen. Ich glaube, da sind wir schon mal einmal durch gewesen, ne? Größere Chance. Ah, ja. Das nehmen wir doch mit, wenn wir schon am Eisen fördern sind. Und da sind wir out of Spitzhacke. Stein, Stein, Stein. Gut. Da müssen wir jetzt sowieso rüber. Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Da ist noch einmal Salz dazwischen. Da ist noch Salz dazwischen. Gut. Dann packen wir das mal hier rein. Machen wir die Taschen leer. Wie haben wir denn jetzt? 28. Das ist aber ärgerlich wenig. Gut. Jetzt ist die Frage, erstmal nach Hornikan abgeben. Ich würde sagen, wir gehen nach Hornika abgeben und dann laufen wir hier rüber. Vom Weg her müsste das eigentlich passen. Genau, so machen wir das. Guti, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich räume jetzt mal hier den Baum weg. Das kann ich mir nicht mehr angucken. Jedes Mal renne ich hier vorbei, denke, hä, was ist mit dem Baum hier los? So, wir machen den Weg frei. Weißt du was, dann mache ich daraus Speere. Die können wir ja verkaufen. Einen habe ich übrigens eben im Wald gefunden. Wahrscheinlich habe ich hier mal gejagt. So, Quest abgeben. Alte Lumpen. Da ist der alte Lump.
Ah, hier vorne. Hallo, Kleine. Boah, zieht... Boah. Mensch, dir frieren doch die Füße weg. Norberta. Was ist mit deinen Füßen im Schnee? Hat die Mama nichts zum Anziehen für dich? Was ist mit dem Kind los? Was ist das creepy? Was ist los? Uff. Okay, ich stehe mit der Axt hier. Fragt sich, wer hier creepy ist. Mama, warte mal. Warte mal. Blanka. Blanka. So. Ich habe es eilig. Boah, jetzt ist auch noch... Ich habe... Weißt du, was ich für Wege von dir... Für dich... Nee, egal. Jetzt ist dein Zeug. So. Da sind wir bei 74. Okay. Also Kind, du musst dir echt mal was anziehen. Das ist nicht gut. Unverantwortlich, die Eltern. Gudi, Jeserika, da müssen wir hin. Okay, als Richtung Westen. Ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hoffentlich muss ich hier nicht noch so einen abgefahrenen Scheiß besorgen, sondern es ist irgendwie so eine normale Quest. Irgendwas sammeln, was killen, einen Baum umsensen oder irgendwie sowas in der Art. Wie auch immer, wir sehen uns gleich wieder. Ach ja, über die Berge bin ich gekommen. Ganz schöne Strecke hier quer rüber, muss ich sagen. Hier bin ich auch noch nicht gelaufen. Und jetzt hoffen wir, dass der Questgeber uns was Anständiges... Wo ist der? Hier in der Hütte? Hallo. Niluda. Nee, zeig mir deine Waren. Was verkaufst du denn eigentlich? Essen verkaufst du. Habe ich irgendwas für dich? Was ist das? Ich verkaufe dir Fleisch... Leder und Pelz. So, wo ist der Herr? Ah, hier. Hallo, Dama. Damagoi. Grüße. Kann ich dir bei etwas helfen? In letzter Zeit wurden nachts in der Nähe unseres Dorfs viele gefährliche Tiere gesichtet. Unsere Leute werden immer ängstlicher. Okay. Sag, wärst du bereit, einige von ihnen für uns zu vertreiben? Es wartet einige Münzen auf dich. Das werde ich machen. Tiere vertreiben, die Jagd. Warte auf den nächsten Abend. Och, nee. Nicht schon wieder eine Jagdquest. Oh. Nee, ich mag nicht. 2, 3, 2, 2, 1 sind auch nicht so besonders. Oh, doch nicht schon wieder eine Jagdquest. Aber vor allem, die sind wir kurz vom Dings vom... Nee. Ich muss in der Nacht jagen und wir sind kurz vorm Jahreswechsel. Nee, das kannst du vergessen. Scheiße. Nee, das... Bis zum Abend warten und dann... Nee. Ich jag nicht schon wieder in der Nacht. Hunderte von Tieren. Soll der Kram doch abbrechen. So, ich würde sagen, ich laufe jetzt mal zurück Richtung Dorf. Ja, die Richtung stimmt. Hm? Und dann an der nächsten Weggabelung nach rechts und dann hier runter. Jo. Ja, ich laufe mal wieder zurück nach Hause. Und dann sehen wir uns im Dorf wieder. Dann werden wir noch ein bisschen die Häuser verputzen, wenn da noch ein bisschen Lehm gesammelt worden ist. Dann soll die Quest abbrechen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nicht schon wieder eine Jagdquest. Vor allem kurz vor Saisonende. Wieso habe ich das überhaupt angenommen? Ach, Mann. Steht denn dabei, wie viel wir killen müssen? Nee, warte auf den nächsten Abend. Jo, na gut. Hier ist die Wegkreuzung. Wir sehen uns gleich zu Hause. Bis gleich. So, da ist er wieder zurück. Eieieiei, ich hatte schon wieder einen Absturz. Es ist einfach, diese Aufnahmesession der letzten drei Folgen sind einfach nur von Abstürzen geprägt. Ich weiß auch nicht, ich muss mal gucken, was mit meinem System los ist. Ich habe jetzt die Gelegenheit genutzt, der ist nämlich abgestürzt, nachdem ich dort nach Süden gelaufen bin, hier, nach Hornika, an diesem Punkt. Deswegen habe ich hier die Quest zwar abgegeben, aber ich bin nicht rübergelaufen. Ihr seht die Quest noch offen nach Jeserika. Die würde sowieso abbrechen, weil die Jagd ja kurz vorm Jahreswechsel stattfindet.
Und deswegen habe ich mir das einfach erspart. Ja, alles nicht so schön. Hallo Frau. Na, wie geht's unserem Sohn? Alles gut da drin? Wie locker der aus den Knien federt. Wir können uns mal waschen. Wir haben einen langen Weg hinter uns. So, wir werden jetzt den restlichen Tag noch nutzen. Und werden noch ein bisschen Lehmbewurf machen. Würde ich sagen. Wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir die Häuser fertig dämmen, dass Frau und Kind es auch warm ist. Mal gucken, was hier der NPC mittlerweile angeschafft hat. 34, da nehmen wir uns gerade die 30 raus, weil mehr können wir eh nicht verarbeiten. Und 30 Stroh. Wunderbar. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Lehmbewurf. Und dämmen unser Haus noch. So, dreimal Lehmbewurf. Dann müssten wir eigentlich unsere Hütte fertig kriegen. Ich weiß nicht genau, was gefehlt hat. Ich glaube, 15 haben gefehlt oder so. Und dann können wir schon mal das nächste Haus beginnen. So. Schauen wir mal. Allen sind aktiv, das passt. Habe ich meinen Bauhammer dabei? Wieso habe ich keinen Bauhammer dabei? Wo habe ich? Auf der 4. So, dann können wir das endlich fertigstellen. Das ist gut. Aufrüsten. Müsste man das jetzt nicht auch hier an dem Zufriedenheit sehen? Die Mutter hat 73% Zufriedenheit. Der Sohn 63%. Gucken, ob sich das jetzt erhöht, wenn der Lehmbewurf fertig ist. So, das war's, oder? Die Hütte ist komplett. Ganz kurz mal von innen angucken. Jo, das sieht gut aus. Das sieht auf jeden Fall wohnlicher aus als diese ungemütlichen Steinwände. Hier oben ist ja sogar ein doppelter Boden. Wusste ich ja auch noch nicht. Schön. Mal hier mal das Feuer an. Jetzt der Frau ein bisschen warm ums Herz. Wie geht's unserem Sohn, Ingridia? Geht's unserem Sohn gut? Ja? Von den Hammer aus der Hand. Oh, hier irgendwie. Sieht schön aus. Auch wenn es draußen kalt und kalt ist und stürmt. So ist gemütlich, oder? Mit den hellen Wänden. Sehr schön. Gut. Dann gucken wir nochmal, wo wir den Lehmbewurf noch anwenden können. Am besten auf den anderen Häusern. Achso, hat sich jetzt die Zufriedenheit erhöht? Nein, dauert vielleicht einen Moment. Gut, fangen wir hier an. So, out of Lehmbewurf. Naja, ein Teil der Häuser sind schon gedämmt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Zufriedenheit sich erhöht von der Frau, wenn... Das war vielleicht schon erhöht, das weiß ich auch nicht. Edbert ist übrigens 1, nicht mehr 0. Ansonsten geht es denen auch gut. Ein bisschen Brennholz können wir noch machen. Wir sind ja im Winter, wobei jetzt kommt der Saisonwechsel, ob sich das noch lohnt. Aber gut, Brennholz brauchen sie so oder so. Wie viel haben wir denn hier noch drin? 79, pass auf. Dann nehmen wir uns jetzt hier einfach mal 29 raus. Dann haben wir noch 50 Holz. Und craften noch ein bisschen Brennholz. Ja, ach ja, was eine schwierige Folge. Das hat ja jetzt Ewigkeiten gedauert. Auch durch die Abstürze muss ich halt immer wieder anfangen. Das macht es natürlich für mich auch nicht leichter. Es zieht sich so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt beim nächsten Mal weitergeht. Wo sind wir denn eigentlich? Warte mal kurz, das will ich mir ganz kurz mal angucken. Im Journal. 74 sind wir. 974 Punkte. Okay, das ist natürlich schade, dass es mit der letzten Quest nicht gelangt hat. Aber wahrscheinlich hätte die sowieso nur 15 Punkte gegeben und dann wären wir kurz vor den 1000 stehen geblieben. Aber dann sollte es in der Quest auch mal langsam weitergehen. Dann müsste Kapitel 8 kommen und ich bin mal gespannt, was wir dann machen müssen. Ich glaube, ich crafte das jetzt aber hier offscreen weiter. Oh, warte mal, genau das machen wir. Jetzt fällt es mir gerade ein, pass mal auf. Das
Was braucht denn die Spitzhacke? Wir haben gar keine Spitzhacke mehr. Lass uns doch mal was Sinnvolles machen. Eiserne Waffen, eiserne Werkzeuge. 4 Eisen, 1 Rundholz. Das sollten wir aber da haben, würde ich sagen. Hier Eisen, 1 Rundholz. So. Die Finger aufpassen, bevor irgendwas passiert. Wir können demnächst wieder neues Eisen holen. So, wo ist er denn? Da ist er. Ah, die hat sich schon auf die 3 positioniert. Sehr gut. Sehr cool. Gut, wie viel haben wir denn im Management? 287. Ja, ich stelle jetzt ein bisschen Brennholz her und dann ist die Saison auch schon wieder zu Ende. Der Winter ist vorbei. Und dann ist das halt hier eine etwas kürzere Folge. Ich würde sagen, ich crafte noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir uns vor allem im Frühling wieder. Ist doch viel besser als dieses kalte und trisse, graue Wetter. Und dann hoffe ich mal, dass ich meinen Rechner stabil kriege bis zur nächsten Folge. So, bis zum nächsten Mal im Medieval Dynasty. Bis es weitergeht im Frühjahr. Und dann schauen wir mal, dass wir die Reputationspunkte hier abschließen. Freue ich mich schon drauf. Geht's ein bisschen weiter in der Quest. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.